Heute früh eben der Hubschrauberabsturz in Brovary in der Nähe von Kiew. Dort steht mein Kollege Wassili Golot. Geben Sie uns ein Bild von der Unglücksstelle, bitte. Der Hubschrauber ist in zwei Teile geteilt worden. Beim Absturz, ein Teil ist in einen Kindergarten geflogen, der andere Teil unmittelbar vor ein Wohnhaus. Beim Absturz wurden 25 Menschen verletzt und es sind insgesamt 15 Menschen tot, darunter die gesamte Besatzung des Hubschraubers samt dem Innenminister und seinem Stellvertreter, also die gesamte Führung des ukrainischen Innenministeriums. Und es sind aber auch Menschen getötet worden, auf die das Hubschrauberteil gefallen ist, also insgesamt 15 Tote und darunter auch drei Kinder. Wir haben gerade trauernde Eltern gesehen, die sich an der Unglücksstelle eingefunden haben. Also es ist ein Bild, das wir sehen, das schwer in Worte zu fassen ist. Weiß man etwas über die Ursache inzwischen? Es ist ja bis jetzt ein Unglück. Man darf also nicht vorschnell urteilen. Es wird viel spekuliert. Es gibt aber keine offizielle Information darüber, wie es zu diesem Unglück gekommen ist. Die ukrainische Regierung und auch das ukrainische Militär, genauso wie die Rettungskräfte, haben sich alle gleich geäußert, gesagt, dass das erstmal ermittelt werden müsse. Und die Ermittlungen würden nicht nur ein oder zwei Tage dauern, sondern wesentlich längere Zeit in Anspruch nehmen, um zu einem seriösen Ergebnis zu kommen. Die Spekulationsbreite reicht von Unfall. Die Hubschrauber fliegen aktuell, wenn überhaupt etwas fliegt, dann sehr, sehr flach, bis hin zu möglichen Sabotageakten. Aber das befindet sich alles auf Ebene der Spekulation. Das ist das, was Menschen untereinander besprechen, worüber sie spekulieren. Fakt ist, das muss und wird ermittelt werden. Der Tod von Denis Monastirski, also dem Innenminister der Ukraine, was bedeutet das für die Ukraine insgesamt und für die Politik von Volodymyr Zelensky? Das bedeutet erstmal einen Schock für den Präsidenten, für die gesamte ukrainische Regierung, dass ein Mitglied des Kabinetts getötet wurde, beziehungsweise falsch korrigiert gestorben ist bei diesem Hubschrauberabsturz. Das bedeutet aber auch, dass sich das ukrainische Kabinett umbilden muss. Also es wird ein Interims-Innenminister, soll heute noch benannt werden. Und dann muss sich Präsident Zelensky, muss sich die ukrainische Regierung Gedanken darüber machen, wer diesen Posten übernimmt. Aber jetzt überwiegt in erster Linie der Schock. Eine Frage hätte ich noch jetzt zur Situation insgesamt, also weg von der Unglücksstelle. Man hört immer wieder von Stromausfällen, von Angriffen jetzt im Osten des Landes. Wie angespannt ist die Situation? Denn Teil der Taktik von Wladimir Putin ist sicherlich auch, die Bevölkerung jetzt mürbe zu machen. Es ist zermürbend, keine Frage. Und gleichzeitig sagen uns alle Menschen, mit denen wir sprechen, was ist denn unsere Wahl? Die einzige Alternative, unsere Freiheit zu behalten und unser Land zu verteidigen, ist zu kämpfen, ist das alles auszuhalten, ist uns dagegen zu wehren. Und deswegen ja, es ist zermürbend für die Menschen, jetzt seit fast einem Jahr mit diesen ständigen Angriffen, mit dieser ständigen Bedrohung zu leben, jetzt mit der Kälte, ohne Strom teilweise, ohne fließendes Wasser. Aber dass die Menschen so etwas wie kriegsmüde sind, davon bekommen wir zumindest wenig zu spüren. Ich danke sehr für diese Informationen aus Brovary in der Nähe von Kiew. Dort hat sich der Hubschrauberabsturz am Morgen ereignet. Der Innenminister kam dabei unter anderem ums Leben. Dankeschön für diese Informationen, Wassili Golot.